Willkommen zurück zu GTA 3. Wir sind wieder am Start. Wir machen heute weiter mit Toni. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Okay. So, was haben wir denn? Wir haben ein paar Autos zur Verfügung. Davor steht unser Taxi, davor steht ein anderes Auto. Aber nicht irgendwas. Achso, das ist so ein Klatsch. Hinterlegs auf der Backe. Komm, wir machen das mit dem Taxi. So. Lange habe ich mich gefreut auf dieses Let's Play. Endlich geht's weiter heute mit GTA 3 und unserem Freund. Und wir haben keine, wir haben wirklich keine Power mehr. Wir müssen eigentlich mal wieder ein bisschen. Naja. Wir bräuchten wieder mal ein bisschen Lebensenergie. Genau, klatsch mich einfach an die Wand. Guck mal, diese Taxi-Raudis. Haben wir hier. Wir sollen da rein, oder was? Ja. Ha, wir fahren, sollen die mit der Zweitfirma fahren. Dürfen wir selber fahren oder müssen wir mitfahren? How you doing? Natürlich müssen wir selber fahren. Es wäre auch überraschend, wenn es nicht so wäre. So. Okay, dann. Ab. Wir fahren heute mit unserem Protagonisten, der uns auf den Namen Claude hört. Man kennt ihn aus GTA San Andreas, oder besonders GTA San Andreas. Nein, ich wusste den Namen tatsächlich nicht. Ich spiele es, glaube ich, auch zu lange her. Mir ist es zu lange her, dass ich GTA San Andreas gespielt habe. Ich habe auch angefangen. Wir werden auch, sobald das Teil, der Teil hier durch ist, mit GTA San Andreas weitermachen. Ist was? Ich glaube, das sind die Chinesen, die immer noch uns. Die war ja jetzt schon mal ein bisschen geschafft. Ja, das sind Chinesen, die dann schon mal ein bisschen den Krieg erklärt haben. Soll ich mit verfahren? Ja, ich muss aber richtig einparken, nur. Wo bleibt denn unser Kollege da? Da kommt er doch. How you doing, kid? So, und weiter geht die Reise mit unserer Zwetschgenmusine. Das war gerade sehr knapp. So, weit haben wir es ja Gott sei Dank nicht gefahren. Dafür ist das Gebiet noch sehr, sehr klein. Da ist die gute Baustelle. So, da kommt der nächste Kollege. Könnte Toni sein. Setze ich jetzt quasi nach vorne zu uns. No fancy crap. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben mit dem Auto jetzt, weil wir haben da irgendwas Großes an der Backe kleben. Also da irgendwie rein. Ich mach das jetzt anders. Ich fahre einen anderen Weg. Ich fahre nochmal den anderen Weg gleich, weil ich weiß nicht,
Damit ich gerade senkrecht mich kann. Gut, dass ich. Oh. So, wir sind sicher in der Garage und sind angekommen. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been Luigi. Missing you so long, Salvatore. You've been away too long. Tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? There's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific. Terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. So, Salvatore, auf Piste mit Maria. Wir gehen Party machen. The fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, again. Move your butt. Dumb broad does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. So, dann fahren wir mit der Switch-Limo. Halb, soll ja auch so ein bisschen sein Ziel haben. So, noch haben wir kein Problem mit den Triaden, also noch fehlt es. Da oben muss ich... Oh, wait. Da oben war... Wo war das? Das Herz da oben würde ich gerne noch mitnehmen eben. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Wir haben, wie gesagt, nur noch 38 Leben. Ja, ja, schon klar. Mache ich auch gleich, aber ich will nur das Herz da mitnehmen. Ich habe schon 106.000. Die Jungs sind ein bisschen angezogen hier aus der City mit der Varsity Gang. Wer sich erinnert, die mit dem Hawaii-Hemden, Jungs. Ja, ja, das Spiel hakt aber ganz schön momentan. Ich muss mich auch in dieses Spiel überhaupt noch in die Steuerung noch reinfuchsen. So, da müssen wir überhaupt hin? Ja, scheint doch nur, wenn wir so komische Segen vor der Füße vor der auch immer. Da ist Chico. Mira is my favorite lady. You looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlanta Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. So. Chico is a dealer. Danke, weil es Party macht. Ups. So, dann gehen wir jetzt ein bisschen Party machen. Nehmen wir die kleine Abkürzung mit der Switch-Limo. Kein Problem, die Zing ist auch durchaus mal wieder mit der Tür. So langsam sollten wir auch passen, durch welche Gebiete wir fahren. Weil ich glaube, so richtig erwünscht sind die nicht. Ja? Also, wir sollten nicht zu sehr mitkriegen.
Über die Brücke können wir leider nicht. Ist leider immer noch gesperrt. Wer sich an die erste Folge erinnert, an das Intro erinnert, der weiß warum. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Bevor das die Party, ja, ich setze mal hier vor dem Gebäude ab. Hat hier drei Autos da, alles klar. So, sollte man mit dem Auto jetzt ein bisschen. Oh Gott. Wir schauen mal hier. So, da ist ein. Scheiße. Komm, komm, komm. Da müssen wir zurückbringen jetzt. Scheiße. Ich dachte mir schon, was ähnliches. Oh, leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Kopf, Alter. Geh weg! Geh woanders spielen, Kollege. Von der Waffe sind sie jetzt erstmal gerade los. Nee, das heißt, Zwetschgebäude ist. Ah, nerv doch nicht, Alter! Geh weg, Mann! Ah, haut doch ab! Boah, geht ihr mir auf den Sack, Alter? Hau ab, wenn ich von mir, Mann! Ja, das war's. Ich kann nicht. Ha, doch, geh doch woanders spielen, Mann! Oh, sind die einem auf den Nerv gegangen irgendwann? Mann. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you know, you treated me really good with respect and everything. Oh, I better go. I'll see you around, I hope. Oh, also, irgendwann haben sie dann einem doch ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber okay. Und wir kriegen 10.000 für diese Mission. Und die haben die nächste Mission mit dem guten Salvatore. Aber, liebe Leute, das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play GTA 5. Ne? Bis dann. Na, natürlich GTA 3 übrigens und nicht GTA 5. Von dem Ball gerade. Und es regnet und regnet und regnet. Naja.